In der Robotik gibt es viele Fachbegriffe. Einer davon ist Bin Picking. Was ist eigentlich Bin Picking? Das wollen wir heute herausfinden im Bin Picking Forum. Genau. Ich wurde hier von der Firma IDS eingeladen zum Bin Picking Forum nach Obersulm. Und da schauen wir jetzt rein. Da haben wir einige Bin Picking Systeme. Viel Spaß! Und da sind wir auch schon. Hier haben wir auch schon die erste Kamera. Hallo, hallo. Lass uns mal einfach reinschauen hier. So sieht's aus. So. Gut besuchtes Forum. Wir haben auch Vorträge hier, jede Menge. Ja, da ist ja das Bin Picking Forum. Viele, viele Aussteller hier. Wir sehen hier Kameras, wir sehen viele Roboter, wir sehen Zellen und alles. Ach, und da ein guter Bekannter, der Michael Finger von Mitsubishi Electric. Servus, grüß dich, ja, hallo. Magst du mal die Maske runternehmen? Ja, klasse. Ja, gerne. Mitsubishi Electric stellt dich auch aus, das ist schön. Ja, kennen wir ja sehr gut, auch im Roboterkanal. Was hast du denn hier alles? Was ist eigentlich Bin-Picking? Erzähl mal. Ja, das ist ein ganz spezielles Forum heute hier. Ne? Wir sehen verschiedene Roboter von uns im Einsatz. Mhm. Einmal den kollaborativen Roboter. Assister? Den Assister, ja. Genau. Ja, richtiger Name. Ja. Perfekt. Ja, und auch den Standard-Industrieroboter und auch den Bin-Picking-Prozess. Mhm. Und ja, der Bin-Picking-Prozess, das ist ja der Griff aus der Kiste. Der Griff aus der Kiste ist es, ja. Kann man denn zu Bin-Picking das... auch sagen so aus dem Förderband oder so, oder ist einfach Bin-Picking Griff aus der Kiste? So dieser Im Prinzip ist es der Griff aus der Kiste, wo die Teile nicht vereinzelt sind. Aha. Und wir mit einer Kamera überhaupt die Lage von der Komponente erfassen und dann irgendwie greifen müssen. Irgendwie greifen. Also wir brauchen einen Roboter, ja, ein Greifsystem und eine Kamera. Richtig, und eine richtig gute 3D-Kamera. Eine richtige gute 3D-Kamera. Da schauen wir uns gleich nochmal was an. Ja, ihr macht ja da auch verschiedene Systeme. Mikado haben wir hier, glaube ich, in dem System da hinten, das wir gleich nochmal vorstellen werden. Genau, ein ganz spannendes Partnerunternehmen, aha, die eine super tolle Lösung kreiert haben, um den Griff aus der Kiste zu realisieren. Aha, aha. Und zwar Plug and Play. Plug and Play, ja, soweit ich das verstanden habe schon. Plug and Work, sagt man ja, im Bereich, ja. Genau. Da sind wir schon gespannt, ja. Vielen Dank. Also, du hast uns schon mal geholfen. Bin Picking heißt Griff aus der Kiste. Sehr gerne. Ja, super. Alles klar. Danke, Michael. Dann schauen wir uns da weiter um, ja. Was wir zum Bin Picking ganz gut brauchen können, ist natürlich ein Greifer. Hier hat natürlich auch die Firma Schunk ausgestellt. Und was mir ganz besonders gefällt hier, das ist der Gecko, das ist ein neuartiger Greifer, also ein eigentlich kein Greifer in dem Sinn, sondern es hat so eine Oberfläche wie der, ja, der Gecko, diese Eidechse, ja. Und ich brauche nur durch Druck, kann ich jetzt Teile aufnehmen mit glatter Oberfläche und durch Drehen kann ich sie wieder abholen oder fest dagegen drücken. Und so kann ich jetzt energielos, ja, Teile nehmen und greifen. Und ich brauche ja keine Zuführung oder so. Das ist ein ganz innovatives Produkt von der Firma Schunk. Aber haben natürlich auch die klassischen Greifer hier ausgestellt. Also weiter geht's. Wie kommt jetzt eigentlich die Kiste zum Roboter? Da gibt es innovative Systeme. Du kannst es natürlich mit einem Fördersystem machen. Aber hier haben wir eins von der Firma Engrotech. Ja, genau. Der Mobert. Der Mobert, finde ich sehr gut. Das ist ein System von Omron, gell? Ja, es ist ein System von Engrotech, aber wir benutzen Komponenten von der Firma Omron mit dabei. Also in dem Fall den LD250 und hier oben drauf den TM14. Mhm. Aber ganz wichtig, auch das mittlere Modul, der Mobert, das kommt von uns. Die Verbindung zwischen den beiden Komponenten und natürlich auch die Anbindung dann an das Flottenmanagement-System. Ah, also das Gerät hier mit dem Roboter, das fährt ins Lager, holt die Kisten. Richtig. Bringt es zum Roboter, in die Fertigungslinie, genau. Alles vollautomatisch. Genauso ist es, die Wege sind vorprogrammiert, aha, aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Hindernisse dazwischen sind, wie wir jetzt, oder wenn irgendwelche Komponenten dazwischen gestellt werden, fährt er automatisch drum. Scanner dran? Ja, die Scanner mit dabei, richtig, wir brauchen keine Magnetstreifen oder irgendwas, er ist also da vollkommen autonom. Ach so, und den programmiere ich und ich brauche jetzt nicht mehr das im Boden. Richtig, das und alles weg.
Und dann ist da wahrscheinlich ein Akku drin, oder? Genau, ist ein Akku drin, hält 8 Stunden. Also ich denke mal, da so eine Schicht hält er auf jeden Fall gut durch. Also wie so Gewerkschaftsmitarbeiter von 8 bis 16 Uhr. Alles abgesichert. Ja. Und ansonsten fährt er auch selbstständig an seine Ladestation und tankt auch gerne selbstständig. Ah ja, wenn er gerade mal nichts zu tun hat, dann kann er sich selbstständig aufladen. Genau. Wie ein Staubsaugroboter. Ja, genau, so kann man sich's vorstellen. Ah. Genau, da kennt man es ja schon so ein bisschen. Ja, ja, richtig. Was ein bisschen geiler, gell? Also so kommen dann die Kisten zum Roboter. Sehr spannend. Vielen Dank, Alexander. Sehr gerne. Ich würde gerne mal fahren sehen, aber das haben wir jetzt nicht da. Gell? Da können wir uns gerne mal zusammenschalten. Ah. Ich sage mal so, wir bieten das auch online an, dass man sich das mal anschauen kann. Kannst gerne mal vorbeikommen. Oder ich komme bei dir vorbei. Und wir blenden ein Video ein, wie der jetzt fährt. Gell? Ja, können wir super, machen. Klasse, danke dir. Bis dann, danke super. Dir. Servus. Ciao. Der Veranstalter ist die Firma Optonic, hier bei der Firma IDS. Und der Henning von der Firma Optonic ist Servicetechniker. Ja. Du wirst uns jetzt einmal zeigen, was ist Binpicking. Ja, uns interessiert das ja. Ich sehe hier einen Bildschirm, ich sehe einen Roboter, einen Greifer, Kamera. Erzähl mal, was ist das? Was ist die Firma Optonic eigentlich? Ja. Also die Firma Optonic ist eine Firma, die eine Binpicking-Lösung entwickelt hat. Aber wir entwickeln auch die 3D-Kamera selber, den Suchalgorithmus und die dazugehörige Software, damit wir den Kunden eine Plattform bieten, eine einfache Binpicking-Lösung ohne Roboterkenntnisse ans Laufen zu bekommen. Aha. Und das würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. Du hast verschiedene Roboter hier, also du kannst alle möglichen Roboter integrieren in dein System. Die Idee für unsere Software war eben, dem Kunden ein Tool an die Hand zu geben, wo es egal ist, welchen Roboter er verwendet. Ja. Und auch, dass er nicht spezifisch diesen Roboter programmieren können muss. Das heißt, wir füttern den Roboter mit einem Treiber, der wird auf dem Roboter installiert und alles andere funktioniert dann grafisch in der Bedieneroberfläche über das sogenannte Mikado-System. Aha, aha, Mikado, kommen wir dann hier nachher noch ein bisschen genauer drauf. Wunderbar. Also jetzt zeig's uns mal, was macht denn der Roboter hier zum Beispiel? Genau, also die Aufgabe in der Applikation ist jetzt, solche M12-Schrauben aus der Kiste zu entnehmen, damit uns das auch jeder glaubt, dass das chaotisch ist. Das ist nämlich der Sinn vom Bindpicking, der Griff in die chaotische Kiste sozusagen. Schrauben sind ein bisschen komplizierter, Lichtverhältnisse und so weiter. Man sieht ja das oft so, diese Zahnräder, das ist immer relativ einfach. Aber Schrauben finde ich eine komplizierte Herausforderung. Ja. Also unsere Stärke ist auch, dass wir die Kamera so auslegen, dass sie applikationsspezifisch ist. Das heißt, wenn wir Schrauben haben oder Anwendungen mit höherer Genauigkeit, dann legen wir die Kamera genauso aus. Geht es um glänzende Teile, nehmen wir wieder eine andere Kamera, wie bei matten Teilen. Also wir als Optonic bieten dem Kunden die Flexibilität, für seine Applikation die richtige und beste Kamera zu bekommen. Ah, und das Licht ist ja auch wichtig, habe ich mir sagen lassen. Richtig, genau. Wir sind tageslichtunabhängig und auch von anderen Einflüssen, weil wir in unserer Kamera einen Projektor verbaut haben, wo wir quasi das Licht generieren, das wir zum Picken dann am Ende brauchen. Okay, und jetzt zeigst du uns mal. Genau. Ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet. Hier ist jetzt ein kleiner Ablauf programmiert. Aha. Also du hast hier einen digitalen Zwilling auch, wo ich genau das sehe, was hier ist. Genau, richtig. Ah, und das ist das, was die Kamera sieht? Genau, richtig. Man sieht jetzt hier den ersten Pick schon. Aha. Und hinter dir ist der Roboter. Zeigen wir gleich nochmal. Genau, wir haben jetzt hier schon die erste Schraube gerade gepickt. Aha. Man sieht jetzt hier im Bildschirm schon gematchte Funde. Das heißt, wir haben eine 3D-Punktwolke. Wir haben aus der Kamera 3D-Informationen, wo wir das CAD-Modell von der Schraube reinmatchen. Aha. Und somit wissen wir dann am Ende, wo die Schrauben liegen. Wo sie tatsächlich liegen. Also die Kamera hier oben, schauen wir mal da rein. Die Kamera hier oben schaut hier rein. So sieht das jetzt das System, das Mikado-System. Und dann gibt er die Information an den, in dem Fall jetzt an den TM von Omron weiter und der Roboter holt sich dann die Kamera. Und die Koordinaten und so, die werden alles von diesem System erstellt? Genau. Also für den Roboter. Die Kamera ist
zum Roboter kalibriert. Das heißt, alle räumlichen Daten beziehen sich auf das Roboterkoordinatensystem und somit schicken wir dem Roboter nur immer Gelenkwinkel in ganz, ganz kleinen Abstufungen, dass er weiß, wo er hinfahren muss. Also ich muss kein Roboterprogramm schreiben, alles. Zeig mal, geh mal. Hier, dass wir das schön sehen, ja. Also Roboter holt jetzt raus. Wir sehen im Bildschirm, was er gefunden hat, und er holt tatsächlich die Schraube raus und legt die dann ab. Genau. Und das gibt da den sogenannten Mikado-Controller. Da laufen die ganzen Berechnungen, also die 3D-Kamera, die Bilder der 3D-Kamera werden da berechnet und verarbeitet. Die ganze Bahnplanung wird auf dem Controller gemacht, auch die Kollisionsüberwachung, damit wir mit dem Roboter nirgends anstoßen und andere Teile von der Anlage dadurch vielleicht zerstören würden. Das läuft alles auf dem Mikado-Controller ab. Ist sozusagen Lieferumfang und auch Pflicht. Der Roboter an sich führt keine Berechnungen aus, nur Befehle. Also der kriegt einfach die Informationen von eurem System. Genau, richtig. Also die Anwendung selber macht jetzt keinen Sinn, Schrauben aus einer Kiste in die nächste reinzuschmeißen. Ja, wo wird sowas denn produktiv eingesetzt? Also produktiv werden die Systeme in allen möglichen Logistikprozessen eingesetzt, wenn es darum geht, Schüttgut aus einer Kiste zu entnehmen und einem nachgelagerten Arbeitsprozess zuzuführen. Das ist natürlich hier mit Schrauben natürlich sinnfrei, aber eine schöne Messeapplikation. Wir haben Applikationen, da entnehmen wir Sägeabschnitte und führen die in automatische Bearbeitungszentren zu. Da kommt es dann darauf an, das Teillage richtig zu erkennen und auch zu wissen, wie liegt das Teil im Greifer, damit ich es auch dann in dem Fall im Teile-Koordinatensystem der nächsten Anlage zuführen kann. Und das kann ich alles jetzt vorab planen, ja, bei euch, ja, sage ich, okay, ich habe diese Teile hier, die will ich aus dieser Kiste rausholen und in diese Maschine einlegen. Und Optronic kümmert sich dann darum, dass das Ganze funktioniert. Genau, wir bieten in unserer Mikado-Software fertig vorkonfigurierte Programmbausteine, die man als Anwender sozusagen nur aneinander reihen muss, um einen Ablauf darzustellen. Ah, okay. Dafür braucht man keine großen Programmierkenntnisse, das ist alles grafisch und auch ein Stück weit intuitiv dargelegt. Also auch wenn ihr Störung habt, kann ich den Roboter rausfahren. Er hat gerade übrigens eine Störung. Nee, er ist in Pause. Ich habe ihn einfach nur auf Halt nach Taktende gesetzt. Jetzt und läuft er auch schon wieder weiter. Okay. Genau. Wunderbar. Vielen Dank. Jetzt haben wir schon ein bisschen besser verstanden, was denn der Griff aus der Kiste ist. Benni, vielen, vielen Dank. Ja? Ja, also. Dankeschön. Und was ich jetzt ganz spannend finde, ich habe hier einen Kunden gefunden, der nicht gezeigt werden will, aber der hat sein Bauteil mitgebracht. Und es wird jetzt hier tatsächlich live integriert. Der Lars hat hier das alles vorbereitet. Hier ist jetzt eine halbe Stunde dran. Und manchmal funktioniert es auch schon, nicht immer. Der optimiert es jetzt noch und zeigt dem Kunden, dass es möglich ist, seine Bauteile aus der Kiste rauszunehmen und tatsächlich dann in die nächste Kiste einzulegen. Da kann man dann verschiedene Sachen machen. Schauen wir mal, ob es jetzt schon klappt. Ja? Probieren wir es einmal. Klappt noch nicht. Ja. Der Lars arbeitet noch dran. Eine halbe Stunde ist natürlich sehr, sehr, sehr kurz. Er ist aber ganz zuversichtlich, dass er die Teile aus der Kiste, also es sind jetzt nicht so einfach, das sind Blechteile, zwei verschiedene Konturen praktisch, das ist gebogen, mit Licht und so weiter, das ist alles nicht so einfach. Der Lars ist ja zuversichtlich von der Firma Optronic, dass er mit seinem Mikado-System aus der einen Kiste die Teile rausholt und die andere Kiste reinlegt. Schauen wir mal, wann es fertig ist. Jetzt wird das Bild gemacht hier. Oben ist die Kamera, die Mikado, also es sind fünf Kameras insgesamt, die jetzt die Teile automatisch erkennen, die da drin liegen. Und wenn er sie erkannt hat, sucht er sich das bestmögliche Teil raus und holt es dann und legt es in die nächste Kiste rein. Ja, natürlich auch sinnfrei, aber es ist jetzt rein Demo-Aufgabe. Okay. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich finde das total spannend, das mal live zu sehen. Und Play. Wuhu! Voilà, hat funktioniert. Ja, super, Lars, klasse, Dankeschön. Also mega, oder?
Last but not least habe ich hier auch natürlich die Firma Frutcore gefunden. Frutcore ist ja unser deutscher Roboterhersteller. Ja, neben mir steht der Patrick Enderle und er wird uns jetzt ein bisschen was zu seinem System, das er hier ausstellt, sagen. Servus Patrick, grüß dich. Hallo Werner, grüß dich. Hier haben wir ein recht preisgünstiges System. Das ist der Horst 600. Der ist ab unter 10.000 Euro noch zu haben. Mhm. In Verbindung mit dem Mikado Find. Mikado Find ist auch die günstige Alternative. Aha. Ist ideal geeignet eben für Greifen vom Förderband, chaotische Bauteile vom Förderband oder aber geordnete Teile in einer Box, die jetzt keine allzu große Abweichung haben. Also nicht so dieses chaotische Griff aus der Kiste, muss schon ein bisschen geordneter sein. Ja, also wenn ich das so zuliefern kann, dass nicht nur direkt reingeschüttet ist oder so, sondern Ding. Eher geordnet, dafür ist dann Mikado Find geeignet. Mhm. Ist natürlich auch einiges günstiger als das Control. Mhm. Und wir haben das in Verbindung mit einer Schmalz Cobot Pump. Mhm. Die bekommt man von Schmalz auch schon konfiguriert auf Frutcore. Das heißt, wir können auch erkennen, ob der Greifer das Teil wirklich noch festhält oder ob es verloren hat. Also es ist ja ein Sauger. Ja, genau. Und ich brauche keine Druckluft nicht dafür. Nein, das ist ein elektrischer Sauggreifer. Aha. Und den kann man oben an den Tool-Ausgängen und Eingängen einstecken und ready to go. Ich brauche keinen Kompressor, nichts, keine Vakuumpumpe, ist alles integriert. Stecke ich ein und dann kann ich den einfach programmieren dann. Genau. In der Software von, über das Programmiergerät von den, ja, zeig mal. Jawohl. Starten wir mal einfach. Also hier ist eine kleine Demozelle, die... Ja. Ja, okay. Eine kleine Demozelle, wo wir jetzt ganz einfache Teile rausnehmen, da ablegen und wieder zurück. Genau. Und ich habe hier ein komplettes Robotersystem, Roboter, Kamerasystem und eine Cobot-Pump, wo ich ja, direkt anschließen kann. Kostet alles miteinander. So rund 20.000. Ab 20.000 kann man hier loslegen. Da ist ja die Software schon dabei. Da ist die Software dabei, Roboter-Software natürlich mit Controller. Dann Mikado, da ist die Software und die Kamera mit dabei und ein Sauggreifer. Kann man loslegen. Das nenne ich mal Low-Cost und ich habe einen großen Aufwand zum Integrieren. Man kriegt Unterstützung von euch, von euren Partnern, wenn ich eine komplette Zelle haben will oder so. Ihr habt ein großes Partnernetzwerk in Deutschland inzwischen schon aufgebaut. Mittlerweile knapp 60 Partner in Deutschland, die dann auch unterstützen bei der Inbetriebnahme. Und wir bieten hierfür beispielsweise auch schon Beispielprogramme an und auch Konfigurationsdateien. Das heißt, der Kunde kann da sofort loslegen und hat keinen großen Aufwand. Okay, wunderbar, super. Also ich finde es klasse, vielen Dank Patrick und das war's jetzt erst einmal vom BIM-Picking Forum in Obersulm bei der Firma IDS organisiert von der Firma Optronic. Also bis zum nächsten Video, dein Werner und Patrick. Patrick. Servus, ciao.